Komm auf deine Matte und nimm im Schneidersitz Platz und schenk dir ein paar tiefe, volle Atemzüge. Komm auf deiner Matte an. Nimm die Kontaktpunkte deines Körpers zum Boden wahr und fühl, wie es dir gerade in diesem Moment geht. Wie fühlt sich der Körper an, die Seele, der Kopf und Geist? Gibt es Bereiche, die mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit von dir bekommen könnten? Und dann schick genau dorthin deine Atmung. Atme tief ein und vollständig aus. Die Schultern entspannen. Dann öffne die Augen und wir starten jetzt. Wir wollen mit Sufi-Kreisen beginnen. Du beginnst, deinen Oberkörper gegen oder mit dem Uhrzeigersinn zu kreisen. Du machst erst kleine Kreise und wirst dann immer zu größeren Kreisen übergehen. Richtig ausschöpfen, raumgreifend. Bis in die Schultern. Und dann lehnst du dich immer mehr vor und zurück und deine Kreise werden größer und größer. Integriere jetzt auch hier mehr und mehr deinen Atem. Mach intuitive, wirklich angenehme Bewegungen. Schließ vielleicht sogar die Augen dafür. Und fühle, spüre. Wo ist es noch eng? Wo sitzt die Verspannung oder sogar der Schmerz? Genau da wollen wir hin. Klasse. Und dann beginne die Bewegung Richtung zu wechseln. Beginne erst mit kleinen Bewegungen und dann geh in große Bewegungen über. Geh in die Weite, in die Fülle, tief in deine Intuition. Es ist dein Platz, den du genießen darfst. Die Beweglichkeit genießen, des gesamten Rumpfes und deiner Wirbelsäule. Und mit deiner Atmung lässt du die Kreise nun kleiner und kleiner werden. Und pendel dich dann wieder in der Mitte ein, in deinem Rhythmus. Halte inne für einen kurzen Moment, spür nach. Atme durch die Nase tief ein. Durch den Mund wieder aus. Klasse. Öffne die Augen und ändere nun einmal die Beinposition. Das heißt, das andere Schienbein kommt nach vorne. Einmal lösen und wieder zurück. Mit deiner nächsten Einatmung heb die Hände weit und die Arme weit über den Kopf. Und atme aus, twiste nach rechts. Deine linke Hand liegt auf deinem rechten Knie. Und mit der Ausatmung gehst du noch weiter über deine rechte Schulter. Deine nächste Einatmung. Heb den linken Arm. Und wechsel. Nächste Einatmung wieder rüber. Und raus, twisten. Auch hier nach links. Mit jeder Ausatmung auch hier ein Stückchen mehr in die Seite sinken. Wunderbar. Und komm einatmend aus der Position heraus, löse. Mit deiner nächsten Einatmung heb den linken Arm, löse auf und geh in die Seitbeuge. Deine rechte Hand bleibt dabei stabil am Boden, gibt dir den Support und Halt.
Und hier kannst du auch jetzt wieder nach oben schauen, größer werden, länger werden und wirklich dein Herz und deine Rippen zum Himmel öffnen. Atme ein, stell die linke Hand auf und dann hebst du den rechten Arm und atmest tief in die linke Seite aus. Wunderbar. Auch hier schau, wie du gucken möchtest. Heb dein Kinn und schaff auch hier nochmal Raum, Platz, Leichtigkeit, dass du die Schultern noch wirklich weit wegbringst von den Ohren. Noch ein bisschen mehr aufdrehen. Noch ein bisschen tiefer sinken. Und in der Einatmung wieder hochkommen. Und ausatmen, die Hände auf deinen Knien ablegen und einmal kurz vor deinen Händen, vor dein Herz bringen. Halte einen Moment inne und dann schüttel deine Handgelenke aus. Mach einfach die Bewegung, die sich für dich gerade gut anfühlt. Dreh, ausschütteln. Da gibt es eigentlich nichts, was du machen musst, sondern wirklich nur ein bisschen Bewegung, so wie es dir passt, reinbringen. Dann löse und komm über die Vorderseite in den Vierfüßlerstand. Schieb die Decke oder das Kissen zur Seite. Deine Hände sind schulterbreit auseinander, wirklich lang und gerade gestreckt wie ein Lineal. Deine Knie unter deiner Hüfte. Du hast erst eine neutrale Wirbelsäule. Atme jetzt ein und komm in ein Hohlkreuz, heb den Blick zur Decke. Atme aus, runde deinen Rücken wie eine Katze, kipp dein Becken unter. Einatmen, Schultern zusammen, Blick nach oben. Ausatmen, rund und die Matte vom Boden wegpressen. Einatmen, Hohlkreuz, Herz heben. Ausatmen, maximale Rundung wie eine Katze. Einatmen, öffnen und ausatmen, nochmal die Schultern ganz weit auseinander. Einatmen, nochmal öffnen. Ausatmen, nochmal den Katzenbuckel. Klasse. Nächste Einatmung, neutrale Position des Vierfüßlerstandes. Nachspüren. Und jetzt bring die Knie ein Stückchen mehr auseinander zu der Massenaußenseite, Zehenspitzen zusammen. Und dann atme ein, heb den linken Arm weit nach oben, schau mit dem Blick in deine Hand. Nochmal Länge finden mit der Atmung, Weite spüren und ausatmen, Fädel durch oder zieh nochmal Länge und dann unter dir hindurch. Wunderbar, atme, finde noch mehr Länge, ausatmen, hindurchfädeln und deine linke Schulter ablegen, deine Schläfe an der Matte lassen und zieh das Becken leicht nach hinten, lass die Hüfte gerade und entspanne hier, lass los, wunderbar. Mit deiner nächsten Einatmung fädel dich langsam wieder raus. Öffne noch einmal weit und komm in die neutrale Vierfüßlerstellung. Wir nehmen die andere Seite. Atme auch hier ein und öffne dich. Finde auch hier Weite. Wunderbar. Einmal mehr Länge finden, noch höher greifen und ausatmen, fädel unten durch, noch einmal öffnen, Weite finden, Raum greifen, ausatmen, den Arm ablegen, deine Schläfe ablegen und den unteren Rücken entspannen,
Auch hier achte darauf, die Hüfte bleibt gerade. Und atme wirklich tief ein und lang aus. Klasse. Und mit deiner nächsten Einatmung kommst du zurück, öffnest nochmal weit, schaffst Raum und Platz und kommst auch hier wieder in den neutralen Vierfüßler. Klasse. Von hier aus gehen wir jetzt über den Fersensitz. Langsam zurück, verlagern das Gewicht nach hinten und lösen dann den Fersensitz. Kommen auf den Po, um uns dann Wirbel für Wirbel im Zeitlupentempo mit dem Rücken sanft zum Boden ziehen wollen. Okay, Wirbel für Wirbel, lass dir Zeit. Wunderbar. Wenn du so liegst, dann bring jetzt die Knie wieder ran, mach dein kleines Paket, schenk dir eine Umarmung und beginne dann leichte Kreise im unteren Rücken zu machen. Die Richtung ist erstmal egal, Hauptsache du bist entspannt. Und wenn du magst, wechsle auch gern die Seite, kreis auch einmal in die andere Richtung. Genieß diese wohltuende, massierende Bewegung. So tief und so entspannt. Sehr gut. Und dann pendel dich auch hier wieder in der Mitte ein. Und als nächstes wollen wir in die Schulterbrücke gehen. Stell die Füße auf. Achte darauf, dass die Knie parallel geöffnet sind und der Po und die Fersen wirklich nah und dicht aneinander sind. Das kannst du gut prüfen, indem du versuchst, deine Hände bis zur Ferse zu bringen. Das ist ein guter Test. Und dann atme ein, heb das Becken an, Steißbein kippt unter, Bauch ist fest und wenn du möchtest, nimmst du die Hände verschränkt unter deinem Po zusammen. Du kannst sie aber auch geöffnet neben dir lassen. Achte darauf, dass die Knie nicht jetzt auseinanderdriften, sondern du die Belastung in der Innenseite der Beine lässt. Und jetzt atme hier auch lang und tief ein und aus. Und probiere mit jeder Einatmung Kraft zu sammeln und die Ausatmung noch ein bisschen höher das Becken zu schieben. Bleib jetzt stark, stabil und solide in dieser Position. Heb dich wirklich weit, weit vom Boden ab und kräftige dich jetzt. Ein Atemzug noch hier. Tief ein und vollständig aus. Klasse. Komm mit deiner nächsten Ausatmung wieder auf die Zehenspitzen, löst die Verschränkung und jetzt roll langsam Wirbel für Wirbel den Rücken zurück. Wunderbar. Entspann die Füße ein Stückchen nach vorne und öffne die Füße dafür noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommen die Kippen. Knie einfach zueinander wie ein X. Leg die Hände auf deinen Bauch und dein Herz und spür einmal nach. Schenk die Aufmerksamkeit deinem unteren Rücken. Spür die Wärme, die Nähe zu dir selbst. Fühl den Atem und beobachte, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Für unsere abschließende Übung. Leg die Hände weit auf, bring die Knie über deine Hüfte, atme ein und mit der Ausatmung lass die Knie zu deiner rechten Seite kippen. Es ist eine liegende Drehung und sie ist so wundervoll,
weil wir so die Wirbelsäule wirklich neutralisieren, Verspannungen lösen können und hier wirklich Länge und Weite dem Rücken schenken können. Du kannst zur Decke schauen oder auch entgegengesetzt zu deinem linken Arm und versuche jetzt mit jeder Atmung länger auszuatmen als einzuatmen. Vielleicht möchtest du auch die Augen schließen und immer weicher und weicher werden. Entspann dein Gesicht, deine Schultern, deinen Bauch und deine Hüften. Atme ein und aus. Und mit deiner nächsten Einatmung komm dann hoch, wieder neutral in die Mitte. Mit der nächsten Ausatmung lass die Knie zu deiner linken Seite senken. Auch hier kannst du den Blick mit herübernehmen und bleib in diesen tiefen, fokussierten Atemzügen, bei denen du länger ausatmest als ein. Du fühlst dich schwerer. Du spürst, wie du immer mehr Leichtigkeit erhältst, mehr loslassen kannst und in diesem Moment ankommst. Und ganz egal, was noch alles kommt, heute im Tag, schenke dir jederzeit deine Präsenz, deine Aufmerksamkeit. Genieße das Sein. Gib dir noch zwei tiefe, lange Atemzüge. Tief ein und vollständig aus. Klasse, das machst du sehr gut. Und dann komm mit deiner nächsten Einatmung wieder in die Mitte zurück. Und atme aus, geh in deine Endentspannung. Vielleicht wie ich schenke dir das Shavasana heute mit den Händen geöffnet oder nochmal auf deiner Bauch- und Herzdecke, um nochmal alles wahrzunehmen. Lasse deine Zeit jetzt hier nochmal ausklingen. Und bleib hier gern so lange liegen, du möchtest. So lange, wie du es gerade brauchst. Und der Atem fließt ein und aus. Du genießt. Du genießt dein Shavasana, deine Endentspannung, dein Sein und deine Zeit.